So, alles klar, damit geht's jetzt weiter. Wo ist die Maus hin? Alter, die ist ja richtig beschissen. Einstellung, kann ich die Maus mal ändern? Spieloption, die Mausbeschleunigung. Ja, es wird schon passen. Die Maus ist richtig hässlich. Fortfahren. Alter, jetzt muss ich wieder zu... Alter, das Menü ist richtig beschissen. Alter, ich muss die Mucke wieder ausstellen. Das nervt so hart. Ich will jetzt hier eigentlich raus, Mann. Ja, ich weiß, wie das geht. Ist doch scheißegal. Der Motor springt nicht an. Warum? Warum? Hä? Von dem oder was? Kann ich das Tutorial? Ach du Scheiße, wie sieht das denn hier aus? Klicken um anderes Teil. Ach du Scheiße. Und meine Maus erst noch. Warte mal, kein. Alter, warum kann man das nicht im Spiel einstellen? Luftfilter. Inventar, Einkaufsliste, Montage von Teilen, Diagnose. Diagnosemodus. Bilddeckel. Hey, ich kann das Teil nicht. Hä? Hä? Was willst du? Lass mich mal in Ruhe? Hätten, um Teil zu zerlegen. Das ist schön, dass hier so viel ist. Ich kann. Kann nach der Demontage geprüft werden. Hä, hey, was? Demon. Vergaser, 4 Zylinder. Was denn? Ah, das muss erst alles runter. Alles klar, jetzt können wir das auseinander machen. Oh, geile Schrauben. Ich glaube, das soll ich vielleicht. Klicken um Ranzus. Demontage. Diagnosemodus, Diagnose, Werkzeug, Fahrzeuginfo, Inventar, Einkaufsliste, Montage von Teilen. Aha. Okay, was genau ist jetzt unsere Aufgabe? Fahrzeuginfo. Abgaskammer, Befestigungsfelge, Carb, irgendwas, Fahrzeug verkaufen. Das wär's. Ich will jetzt eigentlich rauskriegen. Modus für Diagnose einschalten. Naja. Kann nach der Demontage geprüft. Ich will die auch. Hä? Was ist das? Zündspule. Ah, alles klar. Weiß ich natürlich sofort, was Zündverteilerkappe. Aha. Die ist komplett im Arsch, scheint so. Zündkabel V8. Okay, dürfte ich jetzt mal bitte erfahren, was jetzt Montage von Teilen? Ja. Muss man das gedrückt halten, ist ja furchtbar. Rein damit. Ja, pack drauf. Ja, pack drauf. Packst du drauf. Schraube rein. Dann passt das. Ah ja. Ich will hier raus aus dem Scheißding. Motor. Was ist jetzt? Kühler. Was ist damit? Kann ich nicht machen. Aha. Wie kann ich das? Kann man irgendwie einen Tank mal untersuchen? Wie kann man denn die Scheiße befüllen hier? Hebebühne. Ah ja, alles klar. Das heißt, wir, Hä? Das ist doch hoch. Ist das irgendwie.
Power. Hä? Alter, wie läuft denn der hier? Ist ja richtig behindert. Na hoch. Hoch. Hä? Spiel speichern, zurück zum Menü, Spiel starten. Ich komm nicht mal raus. Achso, komm ich raus. Hä? Ich kann den nicht hoch... Hä? Ich kann die scheiß Hebebühne nicht hochfahren. Aber was ist mit dem S4 hier? Mach mal auf hier. Und zwar, was sagt die Startbatterie? Kann ich das irgendwie analysieren hier? Diagnosewerkzeug? Ja, bitte. Profiltyp, Multimeter, Kompressions... OBD-Diagnosegerät. Patron. Geil. Und das sagt uns gerade nichts, oder was? Alles klar. Das heißt, kann man den mal hier runter... Ah ja, cool. Der OBD-Stecker, der ist aber da drinne. Ich möchte da bitte ran. Ich krieg das ja nicht mal auf. Kofferraum leer. Boah. Armes Schwein. Kann man den mal irgendwie, weiß nicht, hochfahren? Ah, man muss kurz drauf drücken. Hä? Alles klar. So, das heißt hier, Eigensicherung ist jetzt irgendwie so überhaupt nicht. Abgasanlage, ich weiß ja nicht. Ja, Abgasrohr Typ A. Klingt zum Heranzoomen. Kann man das mal analysieren hier, Diagnose. Ist gut alles soweit, kann man machen. Alles in Ordnung hier. Endschalldämpfer, alles super. Inventar, was haben wir da drinne? Motor, Aufhängung. Bremsen irgendwie. Kann man das vielleicht mit Gamepad besser spielen? Ich habe gerade keine Ahnung. Alles klar, da steuere ich nur die Maus. Wie dumm ist das? Bringt nichts. Alles klar. Dann, danke fürs Prüfen. Da können wir den eigentlich wieder runterlassen. Ich würde den jetzt ganz gerne mal hier rausfahren. Oder zumindest von der Hebebühne runter, sonst komme ich da nicht ran. Down. Ja, genau, wunderbar. Noch weiter runter. Noch weiter. No. Digga. Hä? Warum fährst du hoch? Ich schwöre, das Spiel ist so behindert. Auf den Boden. Hä? Was soll der Mist, Mann? Bist du behindert oder was? Komm runter auf den Boden. Wer hat denn die scheiß Quattro-Anlage hier? Der fährt hoch? Warum fährt der hoch? Alter, ist der behindert. Mach ich halt an dem hier weiter. Siehst du, der fährt jetzt hoch. Hochfahren. Genau, Aufhängung ist, keine Ahnung. Tablet-Bild greift auf deinem PC zu. Aha, so. Inspektion für eine Sichtprüfung durch. Hört gar nicht da jetzt. Das sind also die Teile, die nicht gehen oder was? Die Montage. Ausschaltung einschalten, Montage von Karosserieteilen. Fahrzeug bewegen. Aha. Zweiter Stellplatz, erster Hebel. Aha. Aha, Bremskraftverstärker. Wie kann man das? Fahrzeuginfo, Diagnosewerkzeug, Das kriegt der doch nie hin. Was ist Multimeter? Prüfe elektronische Leitung. Nee, danke. Was sagt denn der hier? Was der sagt? Ich kann das nicht zerlegen, Mann. Alter, wie behindert ist denn das hier? Einkaufsliste, Inventar, Fahrzeuginfo.
Zustand vorgestellt, Lackierung, bla bla bla. 180.000 weg, ja meine Fresse. Puh. Genau, pass auf. Aber wir können uns ducken, super. Hier müsste jetzt eigentlich ein OBD-Stecker ran. Das könnte man zumindest beim Audi rauskriegen, was da los ist. Das machen wir mal, wenn wir den runterkriegen würden. Fahrzeug bewegen, Stellplatz 2. Da. Genau, Tür auf. Und dann dürfte hier irgendwo ein OBD-Stecker sein. Was ist da? Wo ist... lol. Hier müsste doch eigentlich irgendwie so ein OBD. Montage, Inspizierungsmodus, Sichtprüfung will ich aber nicht. Demontage, Innenausstattung, Fahrzeuginfo, Inventar. Tablet, Inspizierungsmodus, Fahrzeug bewegen, Montage von... hä? Digga, ich... willst du mich verarschen? Bei dem ist alles cool. Wie fährt der? Hat der auch 180.000 weg? Lass mich doch mal in Ruhe. Du hast kein Motoröl aufgefüllt. Ah, jetzt habe ich kein Motor. Ach, kein. Natürlich, das war mir nicht bewusst, natürlich. Alter, kann ich. Alter. Ich muss die Mucke mal ausschalten, das nervt übel. Alter, das ist richtig hässlich. Mach die scheiß Mucke aus, Mann. Maximal 5%, das war's. Übernehmen. Fortfahren. Zurück, Mann. Fortfahren. Alter, das ist richtig behindert. Warum? Warum? Wir sind noch nicht mal im Tutorial durch. Die Kacke hauen wir hier irgendwann weg, Alter. Grafik hätte ich mal anpassen sollen. Wir haben kein Motoröl aufgefüllt. Alles klar. Ich mach das gleich mal. Ich stell die Grafik runter. Ich habe keinen Bock, Alter. Das geht übel langsam hier. Einstellungen. Anzeige. Blumeffekt, nein, Anti-Aliasing. Ist mir so egal, Alter. Ultra lol. Niedrig. Was ist Mittel? Blumen, Anti-Aliasing. Ja. Das ist mir. Ist mir so egal. Ja, übernehmen. Alles klar, jetzt hängt die Scheiße. Och, Junge. Ich genehmige mir mal einen Schluck, solange der hier sich aufhängt. Mhm. Alles klar. Zurück. Zurück. Fortfahren. Alter, das ist so hässlich. Warum mache ich das eigentlich? Ich dachte, ich werde jetzt hier CLK-Mechanik irgendwas. Geiler Schrauber. Verstehe mal ein bisschen was von der Matrix. Oh, das läuft sich viel flüssiger gleich hier. Ist ja ein Traum. Ölbehälter, Wartesekunde. Bremskraft, ABS-Modul, Startbatterie. Der Motor. Wir haben kein Motoröl. Das heißt, wir müssten hier mal den Öldeckel. What the fuck? Das ist aber ein bisschen viel, meinst du nicht? Lol, zeigt uns das an, dass das überläuft oder was? Achso, können wir drehen? Alles klar. Mit WASD. Was? Zündspule, Einzelfunk. Hä, was? Zustand. Verfügbarkeit steht da irgendwas. Ich hab. Kann ich jetzt auch mein. Warte mal, ich speichere mal kurz und mache das doch wieder in Vollbildmodus. Einstellungen. Da habe ich nämlich was von den Anzeigen unten. Vollbild, ja. Übernehmen. Passt. Zurück, zurück, fortfahren. Ja. Genau, jetzt dürfte das alles soweit. Ich will trotzdem eigentlich das OBS-Ding, OBD-Ding mal reinklemmen. Warte mal, komm, Demontage von Innenausstattung. Ich will die Sitze nicht rausnehmen, oder, lol, was hat der denn? Ah, das hier der Dings.
Namen will ich gerade nicht sagen, bevor ich wieder Scheiße laber. Karosserie teilen. Genau, und zwar, ich will hier nämlich mal... Hier ist doch der OBD... Alter. Da, Fahrzeug bewegen, Inspizierungsmodus, ja. Das haben wir alles schon, aha. Cool. Einkaufsliste, aber hier... Wie kommt... Hä? Diagnosepfad. Lackierkabine, nee, hier wird nix lackiert. Alter. Mach zu die Scheiße, ich fahr das Ding gleich gegen die Wand. Speedtrack. Aha. Toll, jetzt dürfen wir Auto fahren. Ich will nicht Auto fahren. Wenn das... Es läuft sich gerade schon so kacke. Aber so richtig kacke. Jetzt nur Auto fahren, will gar nicht wissen, was sie gemacht haben. What the f... Was? Also jetzt grün. Alles klar. Können wir uns umsehen? Ich kann mich nicht umsehen. Alles klar. C. Ah! Weil WTF. Wir müssen mit WASD spielen. Alter, ist ja hässlich. Ich fahr doch nicht Auto mit WASD. Oh, was ist mit dem Bremsleuchten los? Also, fahren ist jetzt nicht so hier so angedacht im Car Mechanic Simulator. Das ist so ein dezenter Kritikpunkt, den ich mal anmerken möchte. Dass das Fahren hier richtig kacke ist. Komm, was denn? Also, aber Öl haben wir gewechselt. Leck mich am Arsch, Alter. Oh, nee. Scheiße. Aber Öl ist gewechselt, alles klar. Das Ding können wir gleich auf den Schrott packen. Hä, wieso Tutorial? Hä? Reifenmontiermaschine, aha, ausbuchten und so. Alles klar. Was ist denn jetzt, Alter? Ihr kribbelt's übel am Arm. Lass mich in Ruhe, Mann. Was ist denn jetzt? Kann ich das fucking Tutorial mal beenden? Ich will das... Auktionshaus, Schrottteile, Geländestrecke, Teststrecke, Autos... Hä? Ich will das Tutorial nicht spielen. Geil. Was sind das für Dinger? Ah, das ist... Ah, oder? Lackierkabine, lackiere einzelne Teile oder das komplette Auto. Ah, cool. Nice, Exit. Das wär's, hier drüber das Spiel beenden. Das wär, aber das wär auch zu... Das wär auch zu realistisch. Aha, unser Computer. Hä, Telefon? Was, wie Telefon? Ach, da Telefon. Zurzeit gibt es keine weitere... Das ist mir klar, weil ich Tutorial spiele und ich weiß nicht, wie ich es beende. Oh, Ersatzteile, Lager. Ja, dann mach die Scheiße hier auf. Nicht drinne. Was ist das? Ja... Ölauffangbehälter. Gerät bewegen, Gerät benutzen. Wo ist der Unterschied? Motorständer. Ja gut, dann ich habe auch einen Ständer, aber nicht für... Doch auch für meinen Motor. Was ist denn das? Möglich die genau von Bremsen sowie Aufhängung. Ich will aber die Bremsen nicht machen. Ich will wissen, wie ich das scheiß Tutorial beende. Hä, wie beende ich das? Fahr ich halt auf die Teststrecke damit. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will, Mann. Er möchte hier einfach Diagnose, Fahrzeugkategorie, Beschleunigung, Lenkung, Fahrbereich. Ja, das ist ja wundertoll. Ich will eigentlich nur... Jawohl, Alter. Lenkung ist gar nicht. Alter. Man merkt, dass wir die Grafik reduziert haben. Jawohl. Alles klar. Die Bremsen. Können wir die Bremsen testen?
Ich denke, wir haben die Bremsen getestet. Ja, bitte! Alter! Aha, jetzt dürfen wir also Car Mechanic sein. Das ist schön. Nach der ersten gesamten Folge von diesem Scheißspiel dürfen wir jetzt endlich loslegen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde sagen, dann geht's gleich los im Car Mechanic Simulator. Bis gleich.